und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe die letzten Wochen Y-Food getestet. Das kennen ja vielleicht einige schon von euch. Ich halte jetzt einfach mal ein hier. Ich habe hier ein paar Sorten stehen, die zeige ich euch gleich alle noch. Eine halte ich jetzt mal hoch, so sehen die aus. Y-Food, das ist ein Produkt, was quasi eine Mahlzeit ersetzen soll. Also ein so ein Becher sind 500 Milliliter und haben 500 Kalorien. Also ja, ist eigentlich ganz gut für eine Mahlzeit. Die haben halt extrem viele Nährwerte, also ganz viele Vitamine, also A, D, E, K, C. Und ja, alles Mögliche, was gut sein soll und eben nahrhaft. Und genau. Dann ist es noch so, dass die alle laktosefrei sind, glutenfrei, ohne Zuckerzusatz. Reich an Protein und Ballaststoffe. Genau. Und daher dachte ich mir, okay, ich mache auch viel Sport privat. Gerade in den letzten Monaten habe ich damit richtig intensiv angefangen quasi. Und mein Freund und ich haben uns dann gedacht, ach komm, wir probieren das einfach mal und gucken mal, ob uns das wirklich satt macht, ob das wirklich reicht, ob das lecker ist. Und ja, da möchte ich euch heute einfach mal berichten, wie ich das empfunden habe. Ich zeige euch jetzt erstmal alle Sorten, die ich probiert habe, die wir auch zu Hause haben. Ich fange mal mit einem Klassik an, und zwar Schoko. So, dann haben wir hier Heavenly Hazelnut. Dann Mango Lassi. Strawberry Lassi, dann den Happy Banana, den ich eben schon hochgehalten habe, und dann noch zwei vegane, und zwar einmal Vanilla und Berry. Und Berry habe ich noch nicht probiert, den werde ich heute hier live im Video einmal probieren. Ich habe das jetzt, wie gesagt, einige Wochen getestet und ich muss sagen, ich finde bisher alle wirklich lecker. Also das muss man jetzt erstmal sagen, die schmecken wirklich richtig, richtig gut. Das hätte ich gar nicht gedacht. Aber die haben alle wirklich den Geschmack, der draufsteht, der ist auch sehr intensiv. Also ich fand sie super lecker, wirklich alle Sorten. Ich kann ja mal sagen, welche so meine Lieblingssorten sind. Ich glaube, als allerliebste Lieblingssorte habe ich Schoko, weil ich, ja, ich liebe sowieso Schokogeschmack in allen möglichen Sachen. Und danach kommt schon direkt Mango. Da muss ich wirklich sagen, das ist so lecker. Das schmeckt so doll nach Mango. Einfach so richtig doll nach der Frucht. Also muss wirklich sagen, ich war völlig begeistert, wie das schmeckt. Genauso wie Strawberry zum Beispiel fand ich auch. Es war richtig lecker. Also nicht künstlich oder so. Weil da hatte ich nämlich Angst vor, dass es sehr künstlich schmeckt. Aber das habe ich gar nicht so empfunden. Und mein Freund zum Beispiel, der findet die auch alle total toll. Der trinkt die auch weiterhin. Finde die wirklich super lecker. Die sind ja auch alle laktosefrei. Was ich allerdings bei mir persönlich jetzt sagen muss, was ich festgestellt habe, ist, dass ich immer, wenn ich einen getrunken habe oder wenn ich auch nur einen halben getrunken habe, dass ich relativ schnell ziemlich doll Bauchweh gekriegt habe. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Vielleicht ist da eine Sache drin, die ich ja nicht so ab kann. Das kann ja mal gut sein. Das weiß ich allerdings nicht. Die sind ja auch laktosefrei, wie ich ja schon erwähnt hatte. Aber ja, das kann scheinbar nicht ganz so gut ab. Irgendwas da drin ist, vertreibt wohl nicht so. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, die sind so lecker und die machen auch satt. Das ist jetzt ja auch das Thema, was wichtig ist. Die machen tatsächlich sehr satt. Also wenn man einen kompletten Y-Food trinkt, einen Becher, dann hat man für ein paar Stunden ist man schon wirklich satt. Also da war ich auch sehr überrascht. Man merkt das auch relativ schnell, dass das Hungergefühl weggeht. Und das finde ich wirklich cool. Ja, von daher kann ich schon sagen, dass ich wirklich begeistert bin davon. Bis auf die bisschen Bauchschmerzen bei mir, die jetzt nicht ganz so toll sind. Mein Freund hat das übrigens nicht. Ja, finde ich sie wirklich sehr lecker. Und ich freue mich auch immer, wenn ich einen trinke, weil die so gut schmecken. So, und jetzt möchte ich vor euch quasi nochmal den hier probieren, den Berry Vegan ist der auch, weil den habe ich halt noch nicht probiert. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, weil Berry ist ja dann auch, also wir haben ja hier zum Beispiel Strawberry gehabt. Das fand ich auch super lecker. Und ja, bei Berry sind da ein paar mehr Beeren mit drin. Ja, da bin ich wirklich gespannt. Die haben auch hier immer noch so ein Schutzschild. So ein Schutzding drauf. So.
Ja, der schmeckt ja ganz anders als die anderen. Die beiden. Also der hier, muss ich sagen, schmeckt total nach so milchig, also sehr milchig, so Shake-mäßig, also wie Erdbeershake. Und zum Beispiel der Strawberry oder der Mango, der hat ja sehr extrem nach Frucht geschmeckt. Der war einfach super fruchtig. Und der hier ist halt eher so. Berry schmeckt man nicht ganz so doll raus. Der schmeckt einfach sehr milchig, sehr. Es ist auch lecker, so kann man gut trinken. So wie Erdbeermilch ein bisschen. Nur nicht ganz so intensiv. Ja, aber da muss ich sagen, wenn ich jetzt wählen würde zwischen dem Berry hier und dem Strawberry, dann würde ich auf jeden Fall den Strawberry nehmen, weil den finde ich dann doch ein bisschen besser. Ja, aber ist auch nicht schlecht auf jeden Fall. Und der ist eben halt vegan, ne? Das muss man auch noch dazu sagen. Was ich auch noch erwähnen wollte, ist, dass die alle Nutri-Score A haben, was also auch sehr gut ist. Und ja, sie sind halt tatsächlich auch wirklich gesund. Das ist jetzt nicht irgendwie Milchshake oder so, sondern es ist wirklich gesund. 26 Vitamine, wie ich ja schon gesagt habe. Und ja, es ist tatsächlich wirklich was Gutes und macht einfach super satt. Dann wollte ich noch sagen, die kosten zwischen 2,80 und 3,20. Kommt auch immer darauf an, ob sie im Angebot sind. Auf deren Seite haben die auch oft Angebote oder wenn du eben gleich mehrere bestellst, dann kriegst du auch nochmal einen Rabatt und solche Sachen. Wir haben letztes Mal 24 Stück bestellt und ja, genau, da hatten wir knapp über 60 Euro bezahlt. Und mein Freund, wie gesagt, ist super begeistert davon. Also ich auch auf jeden Fall. Nur, wie gesagt, ich habe halt mal ein paar Magenprobleme danach. Er aber überhaupt nicht. Er hat wirklich gar nichts. Ihm geht's super danach und er trinkt die ja auch täglich. Und ja, von daher kann ich wirklich nur empfehlen, weil es einfach satt macht und lecker ist. Wie gesagt, Schoko ist am besten. Nee, aber ja, wirklich fantastisch. Ich habe das tatsächlich nicht erwartet, dass die so gut sind. Das war's dann auch schon mit diesem Video. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch schon probiert habt und wie ihr das fandet. Und ansonsten würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!